Hi meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Heute wieder ein Passion DIY und zwar machen wir aus einem langweiligen Shirt ein schönes sommerliches. Ihr braucht dafür ein T-Shirt und ich hatte dieses alte weiße T-Shirt noch im Kleiderschrank. Das kann ich ruhig zerschnibbeln und ihr braucht eine Schere und dann können wir auch schon loslegen. Ich stecke mir hier jetzt Stecknadeln durch, möglichst gerade. Das ist meine Richtlinie, weil bis zu dieser Höhe werde ich meine Fransen reinschneiden, damit das auch alles schön gerade wird, halt diese Stecknadeln. Aber genauso gut könnt ihr dann natürlich auch einen Bleistift nehmen und euch eine Linie zeichnen. Als erstes schneide ich mir hier die Seite auf. Die Fransen sollten ungefähr 1 cm breit sein. Das Knoten ist jetzt ganz einfach und zwar nehmt ihr die oberen zwei Stränge und verknotet sie miteinander. Immer die nebeneinander liegenden. Am besten Doppelknoten und das gleiche macht ihr mit den darunter liegenden auch. Passt auf, dass ihr nicht einen unteren und einen oberen zusammenknotet, weil sonst ist logischerweise das T-Shirt zu. Für die zweite Reihe Knoten habe ich die hinteren Fransen mal weggesteckt, damit ihr das besser erkennen könnt. Und zwar nehmt ihr immer die nebeneinander liegenden, geht nicht so weit hoch mit dem Knoten, damit wir auch diesen Netzeffekt haben und setzt da einen Doppelknoten rein. Zuletzt werden jetzt die übergebliebenen Zipfel abgeschnitten. So, meine Lieben, mein Shirt ist fertig. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, aber ich muss auch dazu sagen, ich hätte gedacht, ich kriege auf jeden Fall mehr Bahnen hin. Aber Tipp für euch, ihr könnt es besser machen. Nehmt entweder ein längeres T-Shirt, so könnt ihr mehrere Knoten machen. Oder ihr setzt das Ganze einfach weiter oben an und dann habt ihr halt das Bündchen etwas weiter höher sitzen. Ist auch ganz süß. Aber trotz all dem finde ich das richtig schön. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch dieses Do-It-Yourself gefallen hat. Vielleicht wollt ihr noch ein paar mehr Fashion-DIYs, falls ihr da eine Idee habt, schreibt sie mir in die Kommentare, ich freue mich. Und ihr könnt mir auch gerne Däumchen da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr das nachmacht oder irgendein anderes DIY von mir und das postet auf irgendeinem sozialen Netzwerk, was ich zufälligerweise auch habe, dann einfach Hashtag #ALAMStyleLounge und ich gucke mir die Bilder an und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao!